Hallo Freunde, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Ilona. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um zwei wundervolle Düfte, sehr, sehr klassische Düfte. Also, falls du die klassische Frau bist, dann bleib gerne dran. Und es geht schon mit dem ersten Duft los. Und zwar ist das der Duft von Oriflame. Ich glaube, das ist so eine schwedische Marke. Und der heißt Possess. Ich finde den Flakon wunderschön. Also wirklich wunderschöner Flakon. Das sieht so aus wie eine Schlange, aber diese Schlange hat keinen Kopf, wie ihr seht. Ja, auf jeden Fall dieser Duft. Für mich riecht er an erster Stelle Mono Ananas. Wirklich, das ist ein sehr süßer Duft. Es riecht fruchtig nach diesem konservierten Ananas aus der Dose. So riecht das. Hier haben wir noch mehrere Früchte. Wir haben, glaube ich, noch Himbeere drin. Dieser Duft ist etwas würziger, denn er hat Ylang Ylang. Auch ist Vanille mit drin. Trotzdem finde ich, ist das ein sehr, sehr eleganter Duft für die elegante Frau, für die Rockfrau. Wunderschön. Zwar befindet sich Ananas nur in der Kopfnote, ich finde aber, er riecht durchgehend nach Ananas. Wirklich süß, vanillig, hat auch ein bisschen Patchouli, also ist auf jeden Fall tiefer, etwas, ein kleines bisschen pudriger. Und wie gesagt, also ich finde auch der Flakon, dieser Flakon auf jeden Fall euch anspricht, dann probiert dieses Parfüm aus. Es ist wunderschön, den habe ich schon etwas länger, also mehrere Jahre. Und wenn ich in dieser eleganten Stimmung bin, dann trage ich ihn sehr, sehr gerne. Nun geht es mit dem zweiten Duft los und zwar geht es um Michael Kors. Es gibt einige Düfte, die mich ansprechen von ihm. Ich mag Michael Kors Michael. Es riecht sehr stark nach Tuberose. Ich liebe Tuberose, aber bei Michael riecht sie sehr grün, giftig, würde ich sagen. Aber jetzt um diesen Duft. Glam Jasmin riecht wirklich nach Mono Jasmin. Ich finde, die Verpackung ist sehr, sehr schön, sehr schlicht. Ist auch etwas elegant. Das Parfüm ist frisch. Also wenn ihr dieses blumig frische mögt, das muss man ja mögen. Manche mögen das frisch gewaschen, frisch. Die anderen mögen eher dieses pudrig seifige. Ich mag eigentlich mehr dieses warme, frisch gebügelte. Das finde ich richtig cool, diesen Duft. Aber ich finde auch die blumige Richtung sehr, sehr schön. Das ist nicht so babsüß wie zum Beispiel Gucci Flora. Also Gucci Flora ist viel süßer. Hier riecht man wirklich eigentlich, hier ist Jasmin drin, ein kleines bisschen Sandelholz, aber das riecht man fast gar nicht raus. Wirklich nur so Jasmin mit diesen grünen Blättern dran, also wirklich wunderschönes Parfüm. Wie gesagt, falls ihr diese elegante Frau seid und fruchtig süßere, aber dennoch nicht so schwere Düfte mögt, dann kann ich diesen beiden Düfte euch sehr wärmstens empfehlen. Auch das Michael Kors Parfüm ist gar nicht so teuer, finde ich. Wirklich wunderschön. Ich muss sagen, früher habe ich Jasmin nicht gemocht, aber mittlerweile, höchstens in Alien, das war meine einzigste Liebe, aber mittlerweile kann ich auch sowas sehr gut tragen. Also, Oriflame Possess und Michael Kors Glam Jasmin. Ich hoffe, das Video war nicht zu kurz. Ich finde es besser, wenn die Videos kurz, knapp sind. Dann kommt man auch schneller und leichter durch, als man eine halbe Stunde dabei ist, finde ich, meiner Meinung nach. Sagt mir Bescheid, ob ihr diese Düfte kennt, was ihr über diese Düfte denkt. Ja. Wunderschön. Ihr merkt auch, die sind beide goldig. Übrigens, ja, ich habe mir einige Parfüms bestellt und irgendwie habe ich gemerkt, alle sind in so Goldverpackungen. Also irgendwie
Das beeinflusst wahrscheinlich uns auch beim Kauf. Also ich finde auch so verschiedene Noten, verschiedene Duftrichtungen werden auch so immer ähnlich verpackt. Also so süßliche, fruchtige Düfte werden öfters in rosa Verpackungen verpackt. So warme, würzige Gerüche, etwas sexy wird oft in goldenen Verpackungen hergestellt. Also ich finde es schon ein interessantes Thema. Ihr könnt euch auf jeden Fall bald auf ein Haul, besser gesagt auf mehrere Hauls freuen. Ich habe auch ganz viele Schnäppchen ergattern können. Bei einem Parfüm freue ich mich total. Das ist ein Nischenduft und den konnte ich sehr, sehr günstig ergattern. Ja, also bis zum nächsten Mal. Ciao.